Hallo Viktor, was wird das denn da jetzt? Das wird eine Rüblitorte. Rüblitorte ist eine schweizerische Angelegenheit. So traditionell wie Wilhelm Tell. Hm? Aha. Nur Wilhelm Tell ist natürlich eine Sage und das ist Realität. Aha. Komm, hm? So, Rüebli, Eigelb, Zucker, Mandeln, gut, Zitrone, Zitronenschale, alles gut vermischen und dann ein bisschen geschlagene Eiweiß darunter und dann in die Form und in den Ofen, bis es glücklich ist. Aha. Rausnehmen, aufschneiden, genießen. Das heißt, da ist also weder Hefe drin, noch Mehl drin, noch andere Treibmittel? Ja, Mehl hat es drin. Mehl. Ach so. Sehr wenig, 80 Gramm. Im Prinzip hat es 250 Zucker, 300 Mandeln, 300 Gramm Mandeln, 300 Gramm Rüebli und nur 80 Gramm Mehl. Und sind irgendwelche Treibmittel mit drin oder gar nichts? Gar nichts. Also die Rüebli treiben von selbst, treiben beim Backen schon und danach nochmal, wenn man sie gegessen hat oder was? Die Energie von mir, ja, und die Liebe von meinem Rest, ja, treibt das Zeugs. Aha. Kleine Hitze, was immer das heißt, weiß ich auch nicht. Mhm. Für eine Stunde und so 15 Minuten sowas. Noch eine kurze Reklame. Wenger. Gut. Wenger-Maschine. Dann sag bloß, die kommen aus der Schweiz. Nee, ich glaube, das ist ein spanisches Produkt. Weil hier und da funktioniert es nicht. Da macht das Fiesta, nehme ich an. Muss man einfach warten, bis wieder funktioniert. Diese spanische Maschine, die ich kaufe, ist in der Gebrauchsanweisung meistens 10 Minuten, 15 Minuten, 2 Minuten. Und dann die Maschine Ruhe lassen. Ne? Ja. Das heißt, wir sind jetzt kurz vorm Aussteigen. Und das ist gut, dass solche Maschinen sind gut. Da muss man sich selber nicht überarbeiten. So, und das wird jetzt, wie ich sagen, delikat darunter gezogen. Aber ich glaube, die übertreiben das ein bisschen mit der mit dem delikat unterziehen. Ich glaube, das ist einfach, um das Rezept interessanter zu gestalten. Und Zucker, wie viel, da sagtest du, ist da Zucker drin? 250 Gramm. Also im Prinzip solide Masse zwischen Mandeln und Rüebli ist 600 Gramm. Mhm. Zucker 250 und Mehl 80 Gramm. Eine Prise Salz. Ja? Ja, und wenn es fertig ist, wie lange hält sich dann das Gebäck? Oder kann man eigentlich nicht sagen, dass es ein Gebäck ist? Es ist ein Kuchen, eine Torte, Rüebli-Torte. Wie lange hält es? Ja, was ich hier mache, ich nehme ein Viertel davon, wenn es fertig ist. Mhm. Und mache es in der Display-Case und dann gefroren. Und dann den Tag vorher rausnehmen. Und dann erst backen. Und dann ist es gut. Mhm. Gefriert sehr gut. Es bleibt, es verliert nicht. Und dann rein. Siehst du, es ist immer noch schaumig geblieben. Das ist, ich glaube, das ist das Einzige, wenn man alle Zutaten richtig gemacht hat. Das Aufschlagen vom Eigelb, sehr wichtig, dass es wirklich gut aufgeschlagen ist. Moment, Eiweiß meinst du, ne? Zuerst Eigelb. Ach so. Wird separat aufgeschlagen. Gut. Dann das Eiweiß und es bleibt immer noch schön luftig. Ja.
Also das ist, genau, so. Jetzt mache ich den Backofen mal auf 150. 150 Umluft. Mhm. Und warte ungefähr so 3/4 Stunden. Und dann schauen, was passiert. Gut. Wenn es zu braun wird oben, mhm, aber die Innenmasse mit dem mit diesem japanischen Folterwerkzeuge, mhm, die Innenmasse noch feucht ist, aber oben braun wird, die Hitze runterstellen. Okay. Wenn die Innenmasse solid ist, mhm, aber es ist nicht wirklich gebraunt oben, die Hitze ein bisschen aufstellen. Also, weil jeder Backofen funktioniert ein bisschen anders, erstens mal. Zweitens kommt es ganz drauf an, was mit dem elektrisch passiert. Manchmal hat man die volle Spannung, manchmal hat man kleinere Spannungen. Backofen gehen schneller, gehen langsamer. Das ist genau die Frage. Es könnte ein bisschen dünkler sein. Ist noch ein bisschen feucht. Aber ich lasse jetzt die Temperatur. Ja. Ich lasse die Temperatur und gebe ihm nochmals 10 Minuten, dass er dann oben ein bisschen bräuner wird. Es scheint auch, dass es hier mehr gezogen hat als hier. Also ihn umdrehen. Das wäre das Richtige. Das wäre die richtige Farbe hier. Das da ist im Prinzip die Farbe, die ich haben möchte, ja, über den ganzen Cake. Jetzt ist die Farbe durchgegangen. Mhm. Jetzt machen wir hier nochmals. Ist noch ein bisschen klebrig. Ja, das ist noch ein bisschen, noch 10 Minuten. Naja, das sieht ja... Doch, ist gut. Es ist noch ein bisschen feucht geblieben hier. Hä? Aber doch im Fall... Aber ich glaube... Ich würde doch mal sagen, das ist doch... Ich glaube, die Antwort liegt im Versuchen. Hä?